Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Grandia. Ja, in der letzten Folge haben wir Zoe gesagt, dass sie nicht mit uns kommen kann. Und ja, ich glaube, sie hat uns übel genommen. Naja, hier ist Gans und wird jetzt wahrscheinlich auch sinnlose Kommentare von sich geben. Hey Justin, was ist? Zoe ist gerade heulend an mir vorbei, in die andere Richtung gelaufen. Oh, du bist es. Es ist nichts. Nichts. Habt ihr zwei verliebten Zoff? Mach weiter so, und Sue wird meine Frau. Ah, kann ich dich bitten, auf Sue aufzupassen? Was ist los mit dir, Justin? Egal, da ich letztes Mal besiegt wurde, werde ich mir eine neue Herausforderung ausdenken. Denk dran. Wie ich gesagt habe, ein sinnloses Kommentar. Naja, gehen wir einfach nach Hause und essen Abendbrot. Hallo, Mama. Nanu? Diesmal kriege ich kein Tablett ab? Wie freundlich. Willkommen zu Hause, Justin. Das Essen ist fertig. Es gibt heute deinen Lieblingseintopf. Okay, essen wir. Ich mag dein Essen. Was ist los? Du sagst immer, wirklich, Eintopf, super. Und freust dich so. Es ist nicht dasselbe ohne Sue. Hast du sie geärgert? Egal. Was der Auslöser war. Du als der Ältere solltest dich entschuldigen. Verstehst du? Gut, dann ist. Es ist lange her, seit wir das letzte Mal zusammen zu Abend gegessen haben. Nur wir beide. Ab und zu ist das nett. Aber weißt du, irgendwie ist es einsam ohne Sue. Lass sie für morgen ein. Ist schon okay, Mama. Sue kommt morgen rüber. Sie wird immer rüberkommen. Der Eintopf ist heute wirklich lecker. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen so leckeren Eintopf gegessen. Was für ein Aufheben. Ich koche das doch andauernd. Das ist eines meiner besten Gerichte. Ja, es ist nur, jedenfalls, es ist heute besonders lecker. Extra besonders. Okay, ich verstehe. Du bist ein komisches Kind. Der Eintopf ist genau wie sonst. Übrigens, Mama, wo ist unser Fotoalbum? Fotoalbum? Ich glaube, es ist in der Kommode da drüben. Ist das Foto von meinem Geburtstag da drin? Das, auf dem ich das Schwert schwinge. Das ist so cool. Ich glaube schon, aber was soll das auf einmal? Übrigens, der Dampfer zum neuen Kontinent fährt morgen früh ab. Willst du dabei zusehen? Was ist los, Mama? Wieso sagst du das auf einmal? Jetzt bist du noch ein Kind, Justin. Aber vielleicht brichst du in ein paar Jahren auch zu einem Abenteuer auf. Ach, Justin, willst du heute Nacht bei mir schlafen? Komm schon, wie früher, als Baby. Wie redest du... Was redest du da? Ich bin kein Baby mehr. Egal, jedenfalls nicht heute. Justin, nimm das doch nicht so ernst. Ich mach doch nur Spaß. Du bist zu komisch. Du bringst mich immer so zum Lachen, dass meine Augen tränen. Mama, nun, morgen Ich geh jetzt schlafen. Erzähl's mir morgen. Gute Nacht. Ja. Gute Nacht, Mama. Justin, du gehst auch schlafen. Okay. Werde ich. Ich schätze, das war's. Schätze, von diesem Zimmer kann ich mich jetzt auch verabschieden. Okay. Father,
sorry. I couldn't tell Mom after all. Father and Grandfather too. I'm going to the new continent. I'm going to travel the world just like you did. Thanks to your spirit stone, Father. The stone told me that Angelo isn't a myth. It's on the new continent. Now I know. You must have felt like this on the morning of your first adventure, too. Okay, ich finde nicht, dass das Bild zu den anderen passt, aber naja, ist Geschmackssache. Okay, ich frage mich allerdings im Moment eins. Im obersten Stockwerk ist mein Zimmer. Im ersten Stock ist das Esszimmer und hier unten ist das Restaurant. Wo schläft meine Mutter? Ja. Sie sagt zwar, sie schläft auch hier irgendwo, aber wo genau, weiß ich nicht. Und von außen sieht man auch nur, na gut, hier das könnte es sein, hier wo das Fenster ist, aber naja, eine Türe wirklich habe ich nicht gesehen. Naja, ist ja auch egal. Ja, die Brücke, das ewige Leidtragen, genau, da ist sie. Okay, ich würde gerne an Bord des Schiffes oder wenigstens bis dorthin kommen. Schon wieder du? Ich sagte dir doch, schon. Hier kommen nur Passagiere durch. Ich bin ein Passagier. Ich habe sogar einen Pass. Der ist echt. Sieht echt aus, aber ein bisschen alt und stinkt auch. Na egal, als Passagier kommst du nicht zurück. Wenn du durch das Tor gegangen bist, klar? Natürlich. Los, öffne das Tor. Gut. Pass auf dich auf, Junge. Trink kein ungekochtes Wasser. Du wirst sonst krank. Dankeschön. Aber ich bin kein Schwächling. Ich bin ein Abenteurer. Vielen Dank. Okay, der Ton hängt ein bisschen. Alle Passagiere sind an Bord. Vielleicht sollte ich etwas im Möwentreff frühstücken. Okay. Da der Ton gerade ein bisschen hängt, werde ich wahrscheinlich an dieser Stelle vorsichtshalber einen Cut machen und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns.